Ich hätte bitte gerne mit Frau Gärtner Eberhard gesprochen. Ne, hier ist Herr Gärtner. Ich bin ein Mann. Oh, tut mir leid. Das steht nämlich hier so. Ja, kein Problem. Ich bin das gewohnt. Irgendwie hat man mich wohl mal als Frau registriert. Oh, okay. Weil also der Grund meines Anrufes ist, wir haben unsere Sonderverlosung gehabt, wobei Sie ausgelost worden sind. Ja. Und somit haben Sie Preise erzielt. Zwei Reisen in Höhe von 796 Euro sowie einen Preis im Wert von mindestens 500 Euro. Und das möchten wir Ihnen gerne zusenden. Das ist ja traumhaft. Das ist ja eine großartige Überraschung, junge Frau. Da muss ich mich ja zuerst mal herzlichst bedanken bei Ihnen. Kein Problem. Wäre es womöglich, dass Sie ein klein bisschen lauter sprechen? Sie kommen sehr leise an bei mir. Geht das wohl? Natürlich. Also Sie bekommen jetzt innerhalb von 2 bis 3 Werktagen ja eine viertägige Flugreise nach Paris und eine viertägige Flugreise nach Norditalien in die Gardasee. Ja. Jeweils für 2 Personen mit einer unbefristeten Gültigkeit. Oh. Da die beiden Reisen auch frei übertragbar sind, ja, können Sie diese auch verschenken bzw. verkaufen. Nee, nee, die werde ich schon selber behalten. Ich habe ja noch nie was gewonnen. Und außer diesen beiden Reisen bekommen Sie noch Ihren zweiten Preis. Ja. Wert von mindestens 500 Euro. Ja. Und Sie sind einer von 5 glücklichen Kandidaten. Ja. Davon bekommen die 500 Euro in bar überwiesen. Und ein Kandidat bekommt einen einmalig einlösbaren Hotelcheck für unbegrenzte kostenfreie Übernachtungen weltweit bei über 35.000 Mittelklasse-Hotels. Oh nein. Personen im Wert von 600 Euro. Haben Sie hierzu noch Fragen? Ich bin ja ganz überwältigt. Ich muss das erstmal auf mich wirken lassen. Also die Reisen, die habe ich auf jeden Fall gewonnen, sagen Sie, richtig? Genau, und Sie bekommen das auch diese Woche per Post zugesendet. Ja. Und zwar, ich schaue mal nach, an die Anschrift Schulstraße 42 in Husum. Ist die Anschrift noch aktuell? Ja, da wohne ich ja im Prinzip schon mein ganzes Leben lang. Alles. Und das ist jetzt nach Paris, haben Sie gesagt, die Stadt der Liebe, nicht wahr? Ganz genau, Paris und Norditalien. Beides. Die Gardasee. Kriege ich beide oder eine davon? Ich kann nicht mehr so gut hören, müssen Sie entschuldigen. Kein Problem, Sie bekommen beides zugesendet. Ja, sehr gut. Das ist ja, sag ich mal, schon eine tolle Neuigkeit, so auf den Dienstag, nicht wahr? Natürlich. So, und Geburtsdatum 20. April 1945. Ja, das ist auch richtig. Was war das denn für ein Gewinnspiel gewesen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also das war entweder online oder im Einkaufszentrum. Es kann auch schon sein, dass das schon etwas länger her ist. Ja. Es ist ja auch egal. Hauptsache, ich habe das gewonnen. Ja. Das ist die Reise für eine Person oder kann ich da meine Frau mitnehmen? Sie können Ihre Frau mitnehmen, ist für 2 Personen. Oh, das ist großartig. Das ist ja, oh, ich bin ja ganz begeistert. Wie kann ich Ihnen denn danken? Freut mich. Ach, kein Problem. So, und Ihren Preis? Im Wert von mindestens 500 Euro? Ja. Auf welche Bankverbindung möchten Sie die haben? Da brauche ich IBAN. Ja, am liebsten auf meine, weil meine Frau, die kann nicht so gut mit dem Geld umgehen. Die vertrödelt das dann in irgendwelchen komischen Dekorationsgeschäften. Neulich, wir haben nicht mal einen Garten. Neulich hat die Gartenzwerge gekauft. Da sag ich, Margret, was sollen wir mit Gartenzwergen? Wir haben keinen Garten. Und jetzt stehen die hier rum und gucken grimmig. Also das möchte ich nicht nochmal erleben. Weil ich habe ja hart gearbeitet für mein Geld mein Leben lang, nicht wahr? Ja. Können Sie zufällig Gartenzwerge brauchen? Ich würde Ihnen die günstig abgeben. Nein, danke, ich brauche keinen. Ich habe auch keinen Garten. Das ist traurig.
Ich freue mich. Und was ist das, eine Bahnreise oder eine Flugreise im Prinzip? Das war eine Flugreise, viertägige Flugreise. Braucht man da so lange hin? Ich dachte, das geht schneller nach Frankreich rüber. Nein, nein, schau, Sie fliegen ja auch gleich an dem Tag. Und Ihr Reisegutschein, also Sie fliegen und Sie übernachten da 4 Tage lang. Also viertägige Reise ist das. Also nicht, das heißt nicht, dass der Flug 4 Tage dauert, oder? Nein, um Gottes Willen. Ja, das wäre mir ein bisschen zu lang. So ein Zwischenstopp in Moskau, dann nochmal nach Kalkutta und dann nach Paris. Also dann hätte ich das, da bin ich ja zu alt für. Was, wie lang dauert das denn bis Paris? Ich bin noch nie geflogen seit damals. Also das weiß ich auch nicht. Das kann ich dann aber nochmal nachfragen. Das wird dann bei Ihren Unterlagen nochmal dabei stehen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie kümmern sich wirklich sehr gut um Ihre Gewinner. Und was war das jetzt für eine Firma bei Ihnen? Vermittlungsunternehmen für Sonderaktion. Ja. Und da muss ich jetzt, wie gesagt, nochmal Ihr IBAN eintragen für die Überweisung dann Ihres Bargewinns. Der IBAN? Nein, mein Name ist Eberhard. Oh, Entschuldigung, Herr Eberhard. Ja, nicht IBAN. So, und nein, ich brauche IBAN-Nummer. Ich hatte ja gesagt, Ihren Preis im Wert von mindestens 500 Euro. Sie bekommen das ja überwiesen. Da brauche ich Kontonummer, Bankleitzahl oder IBAN. Ach so, ich habe IBAN verstanden, da den russischen Vornamen. Ich denke, was will die Frau denn mit IBAN? Der wohnt hier ja gar nicht. Soll ich das raussuchen? Weil ich kann mir das nicht mehr so gut merken. Da muss ich gerade, weil meine Frau, die ist ja zum 1. Mai-Demonstration gefahren. Ich muss gucken, wo die Sachen hingelegt hat. Die ist ja im Prinzip ja immer noch sehr aktiv. Die hat extra heute Morgen noch Baguette-Stangen geholt, die so ein paar Tage beim Bäcker gelegen haben, weil die dann ja hart werden. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Taktik im Prinzip. Also ist auf jeden Fall ist es Volksbank, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Okay. Ja, und jetzt, ich muss gerade nur gucken, wo. Hoffentlich hat die das nicht mitgenommen. Und wann weiß ich, ob ich das andere auch noch gewonnen habe? Wann wird sich das denn entscheiden? In 3 Monaten. In 3 Monaten? Und dann kann man auch erst fliegen, ja? Nein, Sie können, nachdem Sie die Unterlagen diese Woche bekommen haben, dürfen Sie reisen, wann Sie damit möchten. Also, und das Tassengeld, das ist ja dann unabhängig davon. Genau. Ich verstehe. Jetzt hat mich neulich mal so ein junger Mann angerufen, da ging's, da hatte ich so einen Kühlschrank gewonnen. Und er hat was von Gewinnsteuer erzählt, da ging's dann um eine Zeitung. Weil, wie ist das denn bei Ihnen geregelt? Nee, bei uns müssen Sie keine Zeitschriften abonnieren. Also, wie machen Sie das denn mit der Gewinnsteuer? Ich will da ja keine Probleme bekommen. Nein, wir haben hier keine Gewinnsteuern. Ach, bei Reisen sind das keine Steuern fällig, nur bei Elektrogeräten? Genau. Ach so, ja, da habe ich ja Glück gehabt, weil ich habe jetzt hier noch eine Zeitung mehr liegen, die ich gar nicht gebrauchen kann. Und der Kühlschrank ist auch noch nicht gekommen. Das ist nicht zufällig auch aus Ihrem Haus, oder? Nein, das ist nicht von unserer Firma. Schade, sonst hätte ich da nämlich gerne nochmal nachgefragt, weil ich habe den alten schon bei eBay verkauft, in freudiger Erwartung. Und jetzt ist der andere noch nicht gekommen. Und sag ich mal, im Sommer kann man die Sachen ja nicht mehr einfach auf den Balkon legen. Ich meine, man kann es schon machen, aber es führt dann ja schon zu massiver Geruchsbelästigung im Prinzip. Das will man ja keinem Menschen zumuten, sowas. Ja. Kannst du denn jetzt nachschauen? Ja, ich bin hier die Schubladen am Durchgucken. Ich möchte sie ja nicht so lange langweilen lassen. Was war das denn gerade für ein Ton in der Leitung? Was für ein Ton? Da hat es gerade gepiept. Haben Sie das auch gehört? An der Verbindung? Nee, ich habe das nicht gehört. Das liegt wahrscheinlich an der Verbindung. Ach so. Ja, das kann gut möglich sein. So, ich habe das gefunden. Ich bin ja so, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Soll ich Ihnen das dann per E-Mail schicken?
Nein, Sie können mir das jetzt sagen, ich schreibe das auf. Ach so, ja, haben Sie denn, sag ich mal, eine sichere Telefonleitung? Weil man hört jetzt ja gerade wieder so viel bei Nachrichten, dass Sie da mithören, aus Nordkorea im Prinzip. Ja. Also Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wir haben hier eine sichere Verbindung, ja? Das ist sehr gut. Also das ist ja dann im Prinzip, ist das die Volksbank. Und die Karte, die ist ja noch gültig bis 2023 im Prinzip. Ja, das brauchen wir nicht zu wissen. Ich brauche nur Bankleitzahl und Kontonummer oder IBAN. Also Kreditkarte bringt Ihnen nichts, oder brauche ich die Kontokarte, ja? Kontokarte? Kreditkarte können Sie nicht benutzen. Nein, bitte geben Sie auch keinem anderen Infos über Ihre Kreditkartennummer. Ja, Konto, normale Konto. Dann muss ich mich entschuldigen, dann muss ich noch mal kurz gucken. Weil die sehen so ähnlich aus. Und wie lange müssen Sie heute noch arbeiten? Bis 19 Uhr. Oh, da haben Sie dann gerade erst angefangen. Das ist ja doch noch ein ganzes Stück hin. Ja. Oh, und ist das, also ich meine, bestimmt eine angenehme Arbeit, wenn man Leuten sagen kann, dass sie was gewonnen haben. Ja, natürlich. Ich habe mein Enkel, der hat mal auch so in so einem Callcenter gearbeitet und der sagt, die Leute sind immer so unfreundlich gewesen. Aber wenn man irgendwo anruft und sagt, ja, sie haben was gewonnen, da wird man bestimmt nicht angeschrien von den Leuten. Das ist bestimmt eine schöne Arbeit, die sie da haben. Natürlich, ich mag meine Arbeit auch. Ja, das ist doch schön, wenn man da eine sichere Arbeit hat. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so einfach, nicht wahr? So, ich bin fündig geworden. Sollen wir das durchgehen? Hallo? Ja, bitte? Ja, das ist ja im Prinzip 888. Ich habe Sie jetzt akustisch nicht verstanden. Wie bitte? Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Ach so, soll ich nochmal wiederholen? Ja, bitte? Ja, dreimal die 8, also 8888. Ist das die Kontonummer? Ja. Okay, 888. Ja. Dann kommt 714. Ja. 776. Ja. Und die Karte ist im Prinzip gültig bis 2021. Falls Sie das brauchen. Die Bankleitzahl? Die was bitte? Bankleitzahl? Steht das da nicht auch mit drauf? Hallo? Wissen Sie denn welches? Können Sie mir denn Bankname geben? Dann suche ich Bankleitzahl selber. Ja, das ist Postbank. Ja? Saarbrücken. Haben Sie da so ein Verzeichnis vorliegen? Einen Moment, ich schau mal nach. Ja. Von wo aus rufen Sie eigentlich an, wenn ich fragen darf? Hannover. Aus Hannover? Da bin ich früher zur Schule gegangen. Da ist ja die Marineschule bei Ihnen, richtig? Genau. Ja, sind Sie da auch gewesen, zufällig? Nein, da war ich nicht. Einen Moment, ich muss mal schauen nach der Bankleitzahl. Ja. Das war Postbank? Postbank, Saarbrücken. Okay, einen Moment. Meine Frau wird sich freuen. Darf ich Ihnen einen Kuchen backen und Ihnen den schicken als Dankeschön? Ich back so gerne. Wie bitte? Dürfen Sie gerne machen. Ja, haben Sie einmal die Anschrift bitte für mich. Das bekommen Sie mit den Unterlagen zugesendet. Wie bitte? Sie bekommen das mit den Unterlagen zugesendet. Ja, ja, und ich möchte Ihnen gerne einen Kuchen senden. Das ist deswegen die Frage. Ja, das können Sie dann senden. Unsere Kontaktdaten bekommen Sie mit den Unterlagen zugesendet. Ach so, soll ich das erst dann schicken? Sonst hätte ich das morgen gleich gemacht. So, ich habe jetzt Bankleitzahl nicht gefunden. Können Sie nachschauen? Wie bitte? Ich habe Bankleitzahl nicht gefunden. Können Sie nachschauen? Ja, ja, ich werde mal gucken.
Das ist ja im Prinzip, ist das, ich kann nicht mehr so gut gucken. Das dauert immer noch. Ja, das müsste die sein hier. Das ist ja im Prinzip 59. Ja. 01. Ja. 00. Ja. Und dann ist das die 66 am Ende. Okay, dann können Sie die Kontonummer noch wiederholen zur Sicherheit? Wie bitte? Können Sie die Kontonummer noch mal wiederholen zur Sicherheit? Ja, 590. Nein, Kontonummer, nicht Bankgleichzahl, Konto. Wie bitte? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Die Kontonummer. Ja, die hatte ich Ihnen schon gegeben. Können Sie das bitte nochmal wiederholen zur Kontrolle? Zu was bitte? Zur Kontrolle. Ja, 888. Nee, da kommt noch was hin. Da muss ja am Anfang muss man das DE ja noch hinschreiben. Das ist aber IBAN. Was ist mit denen? Das ist die IBAN-Nummer. Ich brauche die Kontonummer. Ja, haben Sie doch schon bekommen, zweimal jetzt. Das stimmt aber nicht. 888-714-776. Das ist ungültige Kontonummer. Ja, aber da habe ich doch gestern noch bezahlt mit, als wir eingekauft haben mit der Karte. Ich zieh noch mal meine Brille auf, ja? Okay. Was ist, ich bin ein bisschen durcheinander gerade. Können Sie mir sagen, was haben wir für ein Datum heute? 1. Mai. Ja, warum müssen Sie an 1. Mai arbeiten? Das soll Feiertag. Ja, ich muss leider arbeiten. Ja, dann sitzen Sie aber nicht in Hannover, weil in Deutschland ist das ja Feiertag, arbeitsfreier. Herr Gärtner, wir sitzen in Hannover und ich muss leider auch am 1. Mai arbeiten. Ja, das ist ja gesetzeswidrig. Sollen wir da mal den Zoll zu Ihnen schicken, dass Sie da befreit werden? Das können die doch nicht machen mit Ihnen. Ja, also wie gesagt, ich kann... Sie können jetzt natürlich auch einfach zugeben, dass Sie aus der Türkei anrufen und gerade versuchen, mich um mein Geld zu betrügen. Wie wäre es denn damit? Weil ich habe am freien Tag eigentlich was anderes zu tun, als Sie zu verarschen. Wie kommen Sie jetzt da drauf? Ja, ich bin die Telefonziege. Ich habe so einen Internetkanal auf YouTube und ich verarsche Leute wie Sie mein ganzes Leben lang schon. Das hat jetzt aber hiermit mit uns nichts zu tun. Natürlich, ich kenne Ihre Firma, ich kenne Ihre Masse, Sie können das jetzt ruhig zugeben. Ich weiß, dass Sie mich abzocken wollen. Das hat hiermit nichts zu tun. Natürlich, das ist alles ein riesiger Betrug, den Sie da machen. Das ist hier kein Betrug. Wie ist denn das Wetter in Antalya, gute Frau? Wie ist es denn bei Ihnen? Herr Gärtner, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Ja, den habe ich, weil ich muss nicht in einem dreckigen, stickigen Callcenter sitzen und Leute betrügen. Junge Frau, das hat die aufgelegt. Wie jedes Jahr am 1. Mai rufen die auch wieder an und versuchen dich selbst noch am Feiertag reinzulegen. Oh, ich hasse diese Menschen so sehr.